Wann hast du das letzte Mal deine Kleidung auf deiner Haut gespürt? Warum das wichtig ist, dass du beweglicher wirst und schmerzfrei? Und was das mit Mobility zu tun hat? Das erkläre ich dir jetzt. Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu dieser neuen Monkey Mindset Episode. Und wenn du gerade den Podcast hörst, dann schau doch auch gerne mal ins Video, denn ich werde ein paar Einblendungen machen, die vielleicht interessant sind. Und wenn du das Video schaust, dann schau auf jeden Fall in den Podcast rein und höre ihn, während du zur Arbeit fährst oder zum Training eine Mobility Session zu machen. Jetzt möchte ich dir aber die Antwort auf die etwas seltsame Frage geben, die ich dir heute gestellt habe. Wann du das letzte Mal die Kleidung auf deiner Haut gespürt hast. Ganz großes Oberthema ist Körperwahrnehmung. Und eine Begründung, warum jeder Mobility machen sollte, egal ob jung oder alt, die ich immer wieder nenne, den Kritikern unter euch, dass du deine Wahrnehmung, deine Körperwahrnehmung damit verbesserst. Warum ist das Ganze wichtig? Es gibt mehrere Beispiele, die ich jetzt in Bezug auf den Sport nennen könnte oder in Bezug auf den Alltag. Aber erstmal möchte ich so ein bisschen aufklären, was heißt Körperwahrnehmung eigentlich? Da kommt jetzt so ein bisschen der Physio in mir raus. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, auf jeden Fall direkt unten hinschreiben. Denn Körperwahrnehmung heißt nicht nur, ich fühle meine Kleidung auf meiner Haut und ich fühle irgendwie, dass ich hier gerade die ganze Zeit Wind ins Gesicht gepustet bekomme, sondern es wird aufgeteilt in Oberflächensensibilität, Tiefensensibilität und Eingeweidesensibilität. What? Jo. Sprich, Exerozeption, Propriozeption und Interozeption. Und diese drei Dinge sind sehr wichtig für unseren Körper, damit wir einerseits diese ganzen vegetativen Prozesse gut verarbeiten können und dass wir uns auch im Raum gut orientieren können. Exerozeption, das ist die Oberflächensensibilität. Das ist das, was du spürst, wenn du kalt duschst, wenn du irgendwie einen Schmerzreiz bekommst. Um das ein bisschen genauer aufzuteilen, es wird nochmal unterteilt in Protopathie und Epikritik. Nein, das ist keine Gedichtsform, ja, sondern ist auch ein Teil der Wahrnehmung, sprich der Sensibilität. Protopathie beschreibt die ganzen Druck- und Tastempfindungen, sprich, ich würde mal sagen, spitz, stumpf, heiß, kalt, das gehört dann noch zur Temperatur, also Druck und Tast, Temperatur und Nozisensorik. Nozisensorik ist Schmerzempfindung. Jetzt habe ich gerade spitz, stumpf, heiß, kalt gesagt. Das sind so Tests, die wir zum Beispiel in der Physiotherapie machen, um in einer neurologischen Untersuchung eventuell neurologische Defizite aufzuweisen und zu erkennen. Und das bedeutet einfach, ne, du nimmst zum Beispiel eine kleine Stecknadel oder Büroklammer, piekst dich, das wäre Protopathie. Dann ja, stumpf wäre einfach, wenn ich jetzt mit meinem Finger hier reindrücke, ja. Einfach hier Mechanorezeptoren, das wäre nochmal der andere Stichpunkt, wie das Ganze wirkt. Und letztendlich Temperatur, heiß, kalt, das kennst du vom Duschen. Und Nozisensorik, das kennst du, wenn du dich stößt oder eben ne, gekniffen wirst oder was auch immer. Dann Epikritik ist Light Touch, also leichte Berührungen, eher sowas Streichliges und Vibration. So, warum hat das jetzt irgendwie einen Bezug in Bezug auf Mobility? Ganz einfach, du kennst doch sehr wahrscheinlich eine gute Thai-Massage. Direkt um die Ecke, wo du gerne so am Freitagabend hingehst, nach der Arbeit dich mal ein bisschen durchkneten lässt und dich dann wohlfühlst. Das ist letztendlich, dass deine Oberflächensensibilität beeinflusst wurde. Und da ist es ganz einfach, auch direkt die Verbindung zum Sport zu ziehen, denn was ist heutzutage allgegenwärtig in Fitnessstudios, in Crossfitboxen oder was auch immer? Richtig, eine Faszienrolle. Die Faszienrolle wirkt genau so. Letztlich, es beeinflusst deine Rezeptoren und damit, wenn dein Nervensystem sagt, hey, das ist eine super Sache, das fühlt sich gut an, ich bin nicht mehr in Gefahr, das ist ein positiver Input, dann wirst du daraufhin beweglicher. Dazu habe ich aber einen ausführlichen Artikel geschrieben. Schaut dazu einfach mal in die Beschreibung auf dem German Weightlifting Blog. Und ich will jetzt auch gar nicht mehr über die Faszienrolle an sich reden, sondern wie du das Ganze beeinflussen kannst, um dich beweglicher zu machen. Vor allem auch, um deine Wahrnehmung zu deinem Körper zu schulen, sprich die Beziehung zu deinem Körper aufzubauen. Denn das ist das, was heutzutage unsere Umgebung,
uns nicht wirklich gibt, weil wir immer wieder abgelenkt werden. Denn wir müssen ja immer wieder gucken, was gepostet wird. Sprich, die Aufmerksamkeit muss immer wieder aufs Handy gerichtet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Unseren Körper vergessen wir dabei häufig. Jetzt kommen wir aber zum zweiten, Propriozeption. Denn das ist das, was wir mit Mobility machen. Sprich, die Tiefensensibilität. Unser Muskel, Sehnen und Gelenke. Golgi-Sehnenapparat, Muskelspindeln und so weiter. Ja, für diejenigen, die da noch weiterlesen wollen. Letztendlich, wir beeinflussen die Tiefensensibilität, wie wir unsere Gelenke beispielsweise ansteuern können. Was dann auch dazu führt, dass du dich besser in bestimmten Bewegungen aufhalten kannst bzw. stabilisieren kannst. Weil wenn dein Körper diese Bewegung kennt, dann unterstützt er dich, dein Nervensystem unterstützt dich und du hast mehr Kraftpotenzial bzw. hast auch mehr Potenzial, dich in einem höheren Bewegungsausmaß zu bewegen. Die letzte Sache, Interozeption, können wir auch beeinflussen. Es geht aber mehr in dem Bereich Neuroathletiktraining, sprich die Signale, die dein Nervensystem, dein zentrales Nervensystem, dein Hirn, ja, von deinen Organen bekommt. Beispielsweise Magendehnung, wenn du ordentlich gegessen hast und sagst, so, jetzt bin ich satt. Ja, das ist Interozeption. Was hat das letztendlich jetzt mit Mobility zu tun und wie kannst du dadurch beweglicher werden? Ganz einfach. Du testest jetzt einfach mal ein bisschen aus. Wenn du merkst, du bist irgendwie in einer Range of Motion eingeschränkt, zack, packst hier ein Kühlpack drauf. Ja, was hatte ich gesagt? Protopathie, also Exterozeption. Oder machst mal eine Wärmeanwendung, packst dir eine Wärmepackung drauf. Ja, oder lässt dich auch mal dort behandeln im Sinne von einer Massage. Oder du schaust, dass du das Ganze aktiv bewegst. Propriozeption. Und jetzt ist für dich vielleicht so dieser Facettenreichtum von Mobility ein bisschen klar geworden, wie man den einordnen kann. Und wie das Ganze wirkt, natürlich geht das noch viel, viel tiefer in die Materie, aber letztlich das ist das, was du wissen musst. Und da es ja eine Monkey Mindset Episode ist, ja, nebst diesen ganzen praktischen Tipps, die ich dir an die Hand geben möchte und auch mit den ganzen Videos mache in Bezug auf die Routinen, die du machen kannst etc. pp. Nochmal so eine ganz andere Geschichte, so wie ich es gesagt habe in der Mitte des Videos. Die Beziehung zum eigenen Körper ist das Wichtigste, was du tun kannst, denn das kann dir keiner nehmen. Ja, du kannst vielleicht dir deinen Arm brechen. Dir kann jemand die Vorfahrt nehmen. Aber du kannst dich darüber übelst aufregen oder sonst was. Das hast du in dem Fall nicht unter Kontrolle. Das Wetter kann scheiße sein. Hast du auch nicht unter Kontrolle. Was du aber unter Kontrolle hast, ist deinen eigenen Körper. Und das ist das, was dir nie, nie, nie in deinem Leben jemand nehmen kann. Deswegen lohnt es sich, sich mit diesen Dingen auch mal zu beschäftigen und zu gucken, was denn jetzt wirklich hilft. Wenn du Schmerzen hast, dann probiere diese Dinge aus. Ja? Häng nicht immer nur daran, ich muss mich dehnen, ich muss mich stretchen, ja, passiv immer rein und Brust auf den, hat der gesagt, Brust auf den. Sehr wahrscheinlich nicht. Ja? Sehr wahrscheinlich gibt es dann noch ein paar andere Dinge, die helfen oder die sehr wahrscheinlich auch besser helfen. Das Ganze fasse ich auch komplett immer zusammen für jemanden, der jetzt hier vorbeikommt im Monkey Gym. Da, wo ich jetzt drüber stehe, habe ich im letzten Video schon gesagt, und mache so ein ganzes Paket und das teste ich auch etc. pp., dass du auch wirklich weißt, was du zu tun hast, damit du schmerzfrei wirst. Und ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Das war jetzt mal so ein bisschen eine andere Art und Weise des Videos. War einerseits natürlich ein bisschen Mindset, aber auch sehr viel Praktisches, mal ein bisschen in die medizinische Richtung gegangen. Und wenn dir das gefallen hat, schreib mir bitte da unten einen Kommentar rein, wenn du den Podcast hörst und das ja auch mal einen guten Podcast-Input fandest, dann an podcast@leonviktor.de, alles zusammen und mit C. Und dann wie immer, Monkey Merch in der Beschreibung, wenn du auch so ein schönes T-Shirt haben willst, um beweglich wie ein Affin und stark wie ein Gorilla zu werden. Kommst du aber auch noch zum Workshop Baden, Bremen, Berlin, alles unten in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr Studenten seid übrigens, ja, und ihr kommen wollt, sagt mir Bescheid. Schreibt mir vorher noch eine Mail, bevor ihr bucht, dann kriegt ihr noch einen Code von mir. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer, keep moving, stay sexy, dein Leben.